Letzter Härtetest in der Vorbereitung. Für den FC Augsburg stand beim Familientag in der WWK Arena die Generalprobe gegen den FC Bologna an. Mit der Unterstützung von mehr als 12.000 FCA-Fans nahm es das Team von Trainer Martin Schmidt mit dem Ex-Club von FCA-Legende Helmut Haller auf. Bereits nach 7 Minuten aber die kalte Dusche für den FCA. Andi Lute versprang der Ball und Mattia Destro vom FC Bologna musste nur noch einschieben. Ein Geschenk des FCA führt zur frühen Führung für die Italiener. Unglücklicher Start für Rot-Grün-Weiß, aber natürlich trotzdem noch alles drin. Wir springen in die 24. Spielminute. Florian Niederlechner ist auf und davon und kann nur noch durch ein Handspiel gestoppt werden. Regelwidrigkeit von Danilo an der 16er-Grenze und damit Vorlage für den FCA zum Ausgleich. Michael Gregoritsch lässt sich die Chance nicht entgehen und verwandelt eiskalt zum 1:1-Ausgleich. Knapp 10 Minuten später hatte der Österreicher sogar die Führung auf dem Fuß. Nach starkem Zuspiel von Marco Richter dribbelt sich Gregoritsch in den Strafraum. Sein Schuss wurde allerdings in letzter Sekunde geblockt. Toller Angriff von Rot-Grün-Weiß, nur ein paar Zentimeter fehlten hier zur Führung. Mit einem leistungsgerechten 1:1 ging es dann für beide Teams in die Pause. Nach dem Seitenwechsel machte Andi Lute seinen Fehler aus dem ersten Durchgang wieder wett und zeigte seine ganze Klasse. Doppelchance für den FC Bologna durch Kingsley Michael. Aber der FCA-Schlussmann entschärft die Situation gekonnt. Auf der anderen Seite hatte dann Marco Richter seinen großen Auftritt. Nach toller Vorarbeit von Florian Niederlechner schiebt Richter die Kugel genau in die Schnittstelle und stellt auf 2:1. Jubel beim FCA über ein starkes Tor. Hier nochmal in der Zeitlupe. Klasse Pass von Gregal in den Lauf von Niederlechner, der mit Übersicht auf Richter und der macht alles klar. Die Augsburger blieben weiter dran und wollten jetzt mehr. Schöne Eckballvariante und wieder ist es Gregoritsch. Volles Risiko vom Österreicher, technisch stark und beinahe das 3:1. Der FCA hat jetzt Chance um Chance, hier in Person von Marek Suchy. Aber wer die Dinger vorne nicht macht, fängt sich meist hinten einen ein. 74. Spielminute, Bologna mit viel Platz und Matthias Swanberg vollendet völlig freistehend zum 2:2-Ausgleich. Kurz vor Schluss kam es dann noch bitterer für den FCA. Nach einer Ecke trudelt der Ball durch den 5-Meter-Raum und findet schließlich den Weg ins Tor. Das 3:2 bedeutet dann auch den Endstein und damit den Sieg für die Gäste aus Italien. FCA-Trainer Martin Schmidt war mit der Leistung zufrieden, sah aber auch noch Verbesserungsbedarf. Ja, da fehlt noch ein bisschen Präzision und Tempo, ganz klar. Und das ist so, nach dem gedrehten Spiel ins 2:1, in der Zeit müssen wir 1-2 Tore nachlegen und das Spiel gewinnen. Und am Schlussendlich ist natürlich hässlich, wenn man den ersten selber reinmacht, den zweiten verdadeln wir oder beziehungsweise gehen wir nicht hin, führen die Zweikämpfe nicht und der dritte Standardtore, sind da 3 doofe Tore, das müssen wir abstellen. Da müssen wir viel Lehrgeld zahlen heute im Spiel, heute Niederlage, aber lieber heute noch so ein doofes Tor gekriegt und wach sein für nächste Wochenende und da müssen wir uns ganz klar bessern.